Joho, meine kleinen Farmer, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir eine neue Folge Construction X, aber wir sind heute nicht in Amerika, sondern heute haben wir hier eine Folge aus Deutschland quasi. Wir haben nämlich heute einen Auftrag, wir machen nämlich mehrere Bereiche und das Haus, das wir momentan dort in Amerika bauen, das wird auch noch momentan gebaut. Dazu gibt es bald dann auch weitere Folgen. So, wir haben diesmal was ganz, ganz Neues. Das habe ich nämlich noch nie im Landwirtschaftssimulator gesehen. Und wie ihr wisst, habe ich immer die kreativsten Einfälle. Deswegen, so, ihr werdet es gleich sehen. Es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das hier ist wieder die Goldcrest Valley Map. Die habe ich umgebaut. Dazu habe ich momentan auch ein Tutorial in Planung. Also ich wollte ja komplett so mehrere Tutorials machen bezüglich, wie entsteht so eine Folge, wie kann man selbst modden etc. Nur das dauert halt ein bisschen, bis es halt alles realisiert wird. Ja, auf jeden Fall, hier ist so die ganz normale Standard-Map. Hier vorne habe ich eine platzierbare Werkstatt einfach reingesetzt. Die findet ihr ja, ich drücke immer auf Escape, um versuchen in den Shop zu kommen. Die findet ihr ja ganz normal hier im Spiel. Das ist ja auch kein Mod. So, der Mercedes hier, das ist ein Mod. Der ist aber auch, wie immer, in der Videobeschreibung verlinkt. So, wir düsen dann jetzt mal dahin zu unserer Baustelle. Na, seid ihr schon gespannt, was es sein könnte? Also bislang sieht man noch nicht viel. Ich gehe nochmal hier in die Innenansicht, aber die ist nicht so schön. Deswegen mache ich lieber die Außenansicht. Und ich habe mich auch für dieses Mercedes Sprinter Modell entschieden, weil dieser hat Rundumleuchten. Den gibt es jetzt auch in mehrere Konfigurationen. Der ist von T-Chuck Gaming. Auf jeden Fall echt nice, muss ich schon sagen. Ist ein echt cooles Fahrzeug. Danke dafür. So. Da vorne könnt ihr es vielleicht schon sehen. So, wir machen jetzt einfach mal die Rundumleuchten an. Ich finde das mit den Real Light Rundumleuchten ist schon ziemlich geil. So, okay. Okay, Warnblinker brauchen wir eigentlich nicht. Wir fahren jetzt einfach mal kurz hierher. So, und parken mal hier. So, das sieht doch schon mal ziemlich geil aus, muss ich sagen, mit den Rundumleuchten. Ja, was machen wir jetzt hier? Wir werden nämlich gleich unter die Straße gehen. Ich habe hier mehrere Warnbarken aufgestellt. Warte mal, habe ich die diesmal richtig aufgestellt? Ich glaube schon. Weil das wurde auch in einem Video von mir, also in einem Construction X Video von mir, ein bisschen ja, kritisiert, dass ich die ein bisschen blöd aufgestellt habe. Weil die waren unter anderem nur so mit einem halben Meter Abstand. Jetzt ist es hier ein bisschen mehr Abstand. Und da gibt es ja auch irgendeine Norm, aber jo. So, okay, wir laufen da jetzt einfach mal hin und versuchen mal den Kanaldeckel hier wegzuheben. So, das war auch ein richtig geiles Feature quasi, was ich hier gemacht habe. Der Kanaldeckel ist übrigens selbst modelliert. Der sieht jetzt nicht so schön aus, aber ich brauchte halt etwas Rundes und habe da noch ein paar Löcher reingemacht, wo man dann jetzt auch quasi mit durchgucken konnte. Ich weiß gar nicht, sieht man das jetzt? Ups. Nicht, dass er da reinfällt. Ja, man kann auf jeden Fall ein bisschen durchgucken. So, dann heben wir ihn mal wieder zur Seite. Eigentlich würden wir den jetzt nicht so alleine hier rausheben, weil der schon ein bisschen schwerer ist. Naja. So, wenn ihr hier runter guckt, das ist auch übrigens selbst modelliert. Ich habe diesen kompletten Kanal selbst zusammengebaut. Also auch hier die Leiter und diesen Schacht ist alles in, ja, 2-3 Stunden circa entstanden. Ich würde sagen, warte mal, wir holen hier noch eben ein anderes Fahrzeug, damit es hier auf dem Bau dann perfekt aussieht. Ich würde sagen, wir holen hier uns einfach wieder unseren Fan 800 Favorite. Das ist auch mein persönlicher Favorit hier. So, auch großer Motor. Wir holen ihn wieder in Kommunalfarben. Breitreifen, das muss einfach sein. Ja, Schwarzteil reicht. Und dann gehen wir da auch runter. Da brauchen wir sonst noch irgendwas. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch vorsichtshalber hier so ein Fass mit, falls wir da irgendwas quasi hinterher rauspumpen müssen, weil irgendwas übergelaufen ist oder so. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. So, deswegen nehmen wir einfach mal hier unseren Traktor, kuppeln das mal eben an. Ich hoffe, das passt auch, dass wir das hier ankuppeln können. Boah, das sieht aber echt krass aus. Aber gut, man kann auch kleinere Anhänger ankuppeln. So, dann düsen wir jetzt einfach mal dahin. Und deswegen, Freunde, ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr
in einer nächsten oder in einem nächsten Construction X-Projekt sehen wollt. Weil das ist jetzt diesmal was Außergewöhnliches. Und ich meine, es ist echt mittlerweile fast alles möglich. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr mal gerne sehen möchtet. Sei es, keine Ahnung, ein Straßenbau, dass wir auf der Gold Quest Valley zum Beispiel die Straße neu machen müssen. Flusserweiterung, alles Mögliche. Also, schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Da versuche ich, das umzusetzen. Und vielleicht wird derjenige dann sogar gegrüßt, was ihr immer wollt. So, warte mal. Ich würde sagen, wir fahren mal kurz hier rückwärts ran. Das ist ein bisschen besser. So, die ganzen Autos hier. Ich finde es auch ziemlich cool, dass noch kein einziges Auto in die Baustelle gefahren ist. Das ist auch mal eine Sache, die mich sehr, sehr verwundert. Oh, warte mal, wir müssen mal hier ein bisschen anders rückwärts fahren. Ich war echt am Überlegen, wo mache ich am besten diese Baustelle oder dieses Loch hin. Quasi diesen Gully-Eingang oder den Schacht besser gesagt. Und ich habe mich dann letztendlich hierfür entschieden. So, okay. Also, wir klettern dann mal eben hier runter. Ups, sind wir schon runtergefallen. So. Also, Freunde. Oh, hier schwimmt irgendwas. Gut. Hier ist die komplette Kanalanlage. Sie ist jetzt schon ein bisschen größer. Aber gut. So, dann machen wir jetzt einfach mal unsere Kanalkontrolle. Also, hier vorne habe ich eine andere Textur, aber das ist jetzt nicht so wild, weil sonst war hier was anderes. So, wir gucken einfach mal, ob es denn hier auch alles so ordnungsgemäß aussieht, weil oftmals sind ja auch irgendwelche Gitterboxen und so weiter verstopft oder irgendwelche Risse an den Wänden. Das geht aber noch, weil es halt nicht so tragisch ist, weil hier nichts durchläuft. Hier vorne müssten wir vielleicht mal gucken, dass wir das noch, ein bisschen zubauen. Aber dafür müssten wir halt diesen Kanal quasi, trockenlegen und anschließen dann irgendwie so einen anderen Kanal dazu bauen. So, da hinten ist auch schon das offene Ende von diesem Kanal. Da seht ihr auch schon, da wird alles Mögliche reingeleitet und kommt dann hier rein. Hier vorne ist ja ein kleiner Baufehler passiert. Aber ich weiß auch nicht, was sie jetzt darstellen wollten damit. So, wir laufen mal wieder zurück. Da sieht man auch nochmal hier, gab es so einige Fehlerchen. Alles ja halb so schlimm, ne? Aber ich meine, ein Kanal muss ja schon dicht sein, aber er muss halt nicht perfekt aussehen, weil den bekommt ja auch kaum einer zu Gesicht. So, wir laufen mal hier noch ein Stückchen weiter. Ich würde ja auch gerne auf die andere Seite, allerdings haben wir nichts, um auf die andere Seite zu kommen. Das müssen wir vielleicht hier noch nachträglich einbauen. Hier seht ihr auch nochmal, das sieht sowas von nice aus. Ich hatte da echt mehrere Versuche erst gebraucht, weil bei einem Objekt, was ich da gemacht habe, da gab es einen kleinen Fehler, da ging die FPS-Zahl auf 6 runter und jetzt haben wir hier über 60 FPS, also das ist schon echt ganz cool. So, auch hier, Kanal läuft, also klar, unspektakulär ist so ein Kanal halt, ich würde sagen, demnächst wird es vielleicht noch ein weiteres Kanalsystem hier auf der Map geben. Muss ich mal gucken. So. Das ist endlos lang. Ihr seht schon, wie weit wir hier laufen. Aber bislang ist bei der Kanalkontrolle alles super. Zumindest bei diesem Teil. Weitere Kanalsysteme sind jetzt noch nicht vorhanden. Aber wir schauen mal, dass wir dann demnächst hier noch weitere Kanalsysteme bauen. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Dann schaue ich mal, was ich noch Schönes bauen kann. Weil, wie bereits gesagt, die Kreativität ist hier immer vorhanden. Das ist schon echt krass. So. Ja, da hinten kommt dann auch schon das Absperrgitter, dass man dann quasi nicht weiterkommt. Da bleiben ja oftmals ziemlich viele Dinge hängen. Aber ich glaube, das sieht sehr gut aus. Ja, also das Wasser, das hat auch eine gute Qualität. Ja, und hier ist dann unser Kanalgitter, wo wir dann auch nicht drüber kommen. Ist aber nichts hängen geblieben, von daher ist das auch perfekt. Gut, dann laufen wir mal wieder zurück. Oder wir rennen jetzt mal, oder sprinten besser gesagt. Obwohl, guck mal, wie das aussaut, krass. Da sieht man schon, wie lange es dauert, durch so ein komplettes Kanalsystem hier mal zu laufen.
Es ist jetzt nicht riesig, aber es dauert halt seine Zeit. So. Das hier ist auch. Ja, okay. Sollen ein bisschen aufpassen, weil hier sind scharfe Kanten. So. Versuche jetzt mal hier hochzukommen. Ja, das will noch nicht so ganz funktionieren. Da müssen wir mal kurz hier einen Trick anwenden. Ja, warte. Ohne Hashtag. So. Gut. Alles klar. Also die Kanalkontrolle war schon mal erfolgreich. Ich würde sagen, ja, das können wir so stehen lassen. Da machen wir dann noch ein weiteres Kanalsystem, wenn ihr das wünscht. Und ja, Freunde, das war es dann auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und euch mal einen kleinen Einblick gegeben, was noch so alles im Landwirtschaftssimulator möglich ist. Lasst mal auf jeden Fall einen Kommentar da, was ihr noch gerne sehen möchtet. Dann versuche ich das auch mal umzusetzen, weil Kreativität spielt ja bei mir bekanntlicherweise keine Grenzen. Deswegen, wer noch nicht in der Benny Army ist, einfach kostenlos auf Abonnieren drücken und dann seid ihr auch mit in der Benny Army. Und von daher würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Freunde. Bis dahin. Ciao.